Ich finde, das sieht immer doof aus, Piraten und Brille. Okay. Die Piraten haben damit alle eine Brille, ja. Deine Mutter hat eine Brille. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir am Start und heute machen wir weiter. Ihr habt schon lange drauf gewartet, eine nächste Folge von Mein Lieblingsprojekt. Ja, und ich habe hier zwei ganz roughe Boys sitzen. Die kommen aus München und sind den ganzen Weg hierher gefahren. Ihr macht ja eigentlich gerade so eine Deutschlandtour. Vielleicht wollt ihr erst mal kurz vorstellen. Du bist... Hi, ich bin der Michael. Yo, ich bin Tobi. Ja. Und wir sind... Spielinstabil. Spiel instabil und wir haben ich war ein bisschen raus aus der Synchro. Habt uns ein schönes Spiel mitgebracht. Wir haben die Jungs kennengelernt, als wir in Nürnberg gewesen sind. Das war auch so eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Svetti und ich, wir wollten eine kleine Pause machen und so ein bisschen was essen gehen. Und dann hockten die beiden da so mit ihrem Spiel in so einer Bierbankgarnitur mitten im Essensbereich, wo gar kein Ausstellerbereich ist. So. Und wir haben uns dann dazugesetzt, weil kein anderer Platz frei war. Und dann kamen wir so ins Gespräch eigentlich. Ne? Ja. Ihr habt ja eigentlich auf jemand anders da gewartet, der euch dann versetzt hat. Ne? Das war natürlich dann nicht so schön. Klicken Abend. Und ja, so sind wir ins Gespräch gekommen und ihr habt mir erzählt, ihr plant quasi eine kleine Deutschlandtour mit eurem Spiel, um das bisschen Play zu testen und einfach so ein bisschen Promo dafür zu machen. Und ja, jetzt seid ihr quasi in Erkelenz gelandet. Ja, stimmt. Genauso war es. Und genauso ist es auch. Also wir touren gerade ein bisschen durch Deutschland und sammeln Interesse für das Spiel. Also gibt es überhaupt eine Gruppe noch von Leuten, die sich für solche Arten von Social Deduction Games interessieren? Oder ist der Markt gerade überfüllt? Ja. Kommen wir vielleicht in 5 Jahren wieder? Oder ist Weihnachten vielleicht doch der richtige Zeitpunkt, um das Spiel auf den Tisch zu bringen? Ja, und wir merken einfach so, Piratenthema klappt immer. Ja, Piraten sterben nie aus. Ich finde auch tatsächlich das Piratending, ich meine, es gibt ja so Themen, die sind ja durchgelutscht und abgenudelt, aber tatsächlich Piraten kann man nicht genug haben. Und in letzter Zeit gibt es auch wenig Piratensachen, finde ich. Ne? Also, das wäre mir jetzt nicht so, präsent, sag ich mal. Ich habe auch einige Piratensachen. Ja, wir haben vor kurzem noch so ein Piratenspiel gespielt, wo man auf der Landkarte einzeichnen muss. Long John, wie hieß er denn? Long John. Wo man diesen Schatz suchen muss. Treasure Island. Ja, das war ganz cool. Ja, geil, hat uns gefallen. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht so, oh no, die haben unser Spiel nachgemacht. Aber es ist dann noch komplett was anderes. Nein, aber es ist auch sehr gut umgesetzt. Ja, definitiv. Ja, gut. Ich sag mal, wir können ja erstmal ein bisschen was so über euch erzählen. Ich meine, ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger jetzt, ne? Ich meine, wie alt seid ihr? Ende 20, ne? Ende 20. Und ihr kennt euch seit der 9. Klasse, habt ihr gesagt. Ne? Wir kennen uns seit der 8., 7., 9. Klasse, irgendwie so darum. Ja. Beide viermal sitzen geblieben. Die Einzigen, die schon im Auto zur Schule kamen, ne? Das ist tatsächlich witzig. Ich hatte in dem Schuljahr, es ist gerne neues Schuljahr, du warst noch nicht bei uns in der Klasse. Ja. Und ich hatte ganz hinten in der Ecke einen Doppeltisch für mich alleine. Also alle hatten Zweiertische und ich hatte einen ganzen Tisch für mich alleine. Ich bin so richtig gefreut. Die auffälligen Kinder, das ist aber, ich meine, ich arbeite im Schulsprecher, das ist normal für die auffälligen Kinder. Die werden dann separiert, das ist der sogenannte Katzentisch. Ja, er war der ruhigste überhaupt. Und dann habe ich extra meine Tasche auf den Platz so und hey, nee, hier ist schon besetzt. Und habe mich so gefreut, ich hatte für das ganze Schuljahr oder für das Halbjahr einen Platz für mich alleine. Und dann, 5 Minuten später, kommt die Lehrerin und sagt, neuer Schüler. Ich habe einen neuen Schüler. Und ich gucke durch die Klasse, wo ist noch ein Platz frei? Und dann, du! Das ist so. Und dann, als Tobi dann kam, habe ich dann so richtig so mit meinem netten Gesicht so meine Tasche weggeräumt. Hi, setz dich. Das machen aber auch wiederum, das ist auch wieder so ein Indikator, das machen auch die auffälligen Kinder, kenne ich von früher, die im Bus sitzen und dann nehmen sich, also der Bus ist gerammelt voll und diese Taschen in sich stellen, damit sich bloß keiner nehmen muss. So war das. Gut, also du hast dich auf jeden Fall direkt akzeptiert gefühlt und dann wart ihr direkt auf einer Wellenlänge. Also das hatte geklappt, es war tatsächlich damals mehr so dieses, was war es, Magic? Richtig, du hattest auf dem Etui irgendwie so ein Magic-Wasserzeichen. Ja, mit Wald hat man so mit 16 hat man dann das. Dann haben wir gesagt, hey, ist das Magic? Und dann so, ja klar, ich spiele seit Jahren Magic. Und dann so, Boah, ja, hier,
setz dich hin, du kannst gerne neben mir setzen. Habt ihr heute noch Magic-Karten eigentlich? Ja, wir haben tatsächlich vor kurzem mal wieder so ein bisschen gespielt. Ja, hättet ihr mal eure Magic-Deck-Sachen drin? Ich habe nämlich auch noch von früher mein einziges Deck von früher habe ich noch. Ich habe sogar mal ein Unboxing-Video gemacht. Ich blende es mal ein, da könnt ihr euch mal da reinziehen. Sehr cool. Ja. Cooles, nostalgisches Ding. Ja, und wie kam die Idee, dass ihr jetzt sagt, boah, wir müssen jetzt hier ein Game bauen? Tatsächlich hat das angefangen, wir haben in unserem Freundeskreis, in der Clique, haben wir immer extrem gerne Social Deduction Spiele gespielt. Avalon, Secret Club, Werwölfe, das waren so echt unsere Favoritenspiele in dem Bereich. Battlestar Galactica auch. Irgendwie hat es dann damit angefangen, dass am Ende haben wir mehr Secret Hitler gespielt, fanden das einfach so gut und tatsächlich dann, dass du nach Thailand gefahren bist für einen Monat. Ja, ich war einen Monat in Thailand, bin alleine gereist, Backpacker-mäßig. Und ich dachte, boah, ich muss unbedingt ein Spiel mitnehmen, einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen. Das heißt, es ist so, mit dem Spiel hat man einen Rahmen, mit dem man sich beschäftigen kann, die Leute irgendwie beschäftigen kann. Und ich habe gedacht, oh, Secret Hitler wäre schon cool. Aber ich wollte nicht der Deutsche sein, der in Thailand sagt, hey Leute, lass uns Secret Hitler spielen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich? Er hat Hitler gesagt. Und dann habe ich gedacht, hey, so ein Piraten-Theme, Thailand auf Inseln am Strand, das wäre doch richtig geil. Und dann haben wir halt angefangen, das Secret Hitler auf Piraten umzumodeln. Und am Ende haben wir gesagt, hey, das ist richtig cool. Lass uns doch daraus ein richtig eigenständiges Spiel machen, mit neuen Mechaniken, mit anderen Strategien. Und ja, da stehen wir jetzt und das ist unser Re-Theme, wie nennen wir das? Ein Remix. Ein Restyling von diesen Avalon, Werwölfe, Resistance, Secret Hitler, genau. Als Brettspiel, muss man dazu sagen. Richtig. Also ist ja schon, ich meine, Hybrid finde ich auch mal so ein fieses Wort, ne? Das haben wir gerade eben schon mal in den Mund genommen. Ja. Aber letztlich, ich kann auch persönlich gar nicht so viel zu sagen. Ich lasse mich jetzt genauso überraschen, wie ihr euch jetzt überraschen lasst, weil ihr habt mir nur einen kleinen Abriss damals gegeben, als wir dann da beim Mittagessen gesessen haben. Wir haben gefrühstückt und ihr habt daneben gesessen und uns quasi dann unterhalten, sozusagen. Und ich würde sagen, dann erzählt doch einfach mal, was übers Spiel, worum geht's, was machen wir und so weiter okay. und so fort. Ihr kriegt die Background-Story zu hören, das ist die inoffizielle Background-Story. Inoffiziell. Ja, ob sie wirklich so in die Anleitung kommt, das weiß ich nicht. Aber okay, es begann. Okay. Holt euch einen Tee, setzt euch hin, macht euch gemütlich. Ja, ich ja. Tee. Genau. Holt euch einen Tee. Ich nehme ja auch mal hier das Tee. Ja. Cheers. Cheers, Leute. Okay, es begann vor einer langen, langen Zeit an einem weit entfernten Ort, in einer anderen Welt. Und damals gab es einen reichen Händler. Dieser Händler nannte sich Milon Ask. Er war ein Visionär, ein Vordenker für seine Zeit. Und er dachte sich, immer abends, wenn er auf den Horizont schaute, irgendwas stimmt nicht mit dieser Welt. So wie ich es in der Schule gelernt habe, das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich glaube, dass die Erde rund ist, eine Kugel. Ja. Also völlig verrückt, banal, also jeder weiß, die Erde ist eine Scheibe halt, gell? Und dann hat er gesagt, okay, ich mache jetzt hier eine Organisation, eine Verschwörungstheorie, und wir nennen uns die Round Earthers. Die Round Earthers denken nämlich, dass wenn man in eine Richtung fährt, man auf der anderen Seite wieder ankommt. Das war so die Theorie von diesem Nilon. Und um das zu beweisen, hat er sich seine ganze Kohle geschnappt und hat dieses Schiff bauen lassen. Das hier, das Schiff, ist die Spitze der Evolution damals, der damaligen Technik. Der erste Dreimaster mit insgesamt 9 Segeln, oder 10, wenn man den noch mitzählt. Das Schiff ist unsenkbar, besser als die Titanic. Und es ist vor allem das schnellste Schiff, die damalige Zeit jemals gesehen hat. Und dieser Nilon, der geht jetzt Crew sammeln. Wir brauchen 5 bis 10 Segler, um das Schiff zu betreiben. Und was macht er? Der geht in eine Taverne rein, weil eine Taverne hier am Hafen, da findet man natürlich die abenteuerlustigsten Segler. Und er geht dann da rein, erzählt so eine Rede von schnellstes Schiff, es gibt ganz viel Gold. Wir können hinter dem Horizont verreisen, wir werden dort Geschichte schreiben, kommen in die Geschichtsbücher. Leute, schreibt doch auf, wir gehen auf diese Mission. Aber... Ja, hinten im stillen Eckchen sitzt, im düsteren stillen Eckchen sitzt noch der Captain Jack Blackbeard und... der denkt sich, boah, Gold, ja, geiles, super Schiff, super schnell, brauche ich, will ich. Ja. Nimmt er seine Brieftaube aus der Tasche und schreibt seinen Piraten einen Brief.
schickt die Brieftaube los, genau. Und sagt dann, hey Piraten, rasiert euch, kommt vorbei. Wir müssen uns auf diese Liste eintragen und wir werden das Schiff an uns reißen, morgen bei Sonnenaufgang. Und so geht's eigentlich los dann. So beginnt das Spiel. Ja. Es ist am nächsten Morgen, 5 Uhr morgens, Sonne geht auf. Alle Matrosen, alle Piraten haben sich am Schiff versammelt. Und genau da beginnen wir das Spiel. Jeder Spieler bekommt so einen Beutel. Entweder man kriegt hier so einen, ich kann es euch hier zeigen, gell? Man kriegt hier so einen Seglerbeutel. Oder man kriegt einen Beutel, wo so ein Pirat-Token drin ist. Und das Ziel der Segler, ganz einfach, geradeaus im Horizont fahren. Und wenn die Segler schaffen, die blaue Linie zu überschreiten, hier auf die Küste ziehen, haben sie neues Land entdeckt. Sie sind quasi hinter dem Horizont. Die können Geschichte schreiben, beginnt eine neue tolle Ära und es beginnt ein neues Zeitalter, das anders abläuft, wie wir es kennen. Also es wird eine tolle Welt werden. Oder eben, man ist eben Pirat und man will einfach, wir wollen nicht nach Westen, wir wollen nach Süden. Wir wollen das Schiff ins düstere Bermuda-Dreieck steuern. Da gibt es Monster, gibt es Kraken, geil, super geil. Piraten. Was ein Pirat so braucht. Ja, Pirat braucht Kraken, Pirat braucht. Geschichte schreiben. Es ist hier alles blutig, das ist einfach genial. Ja. Die brauchen das. Die brauchen es einfach. Also, das ist einfach so, das ist so Gesetz. Die fühlen sich da wohl, wo die Monster da rauskommen und die Haie rumschwimmen und so weiter. Die wollen nach Süden und deswegen versuchen die Piraten einfach das Schiff nach Süden zu steuern. Und ansonsten genau von der Mechanik her, also das ist das Setup, wir sind hier alle auf einem gemeinsamen Schiff. Zu Beginn weiß keiner, ob es wirklich Piraten an Bord gibt. Klar, wir wissen es natürlich schon, aber alle tun so, als wären sie loyale Segler. Wir haben ein Ziel vor Augen, geradeaus, alles ist cool. Und irgendwann, wir driften hier so hin und her und irgendwann denken wir so, verdammt, ich glaube, es sind Piraten an Bord. Und dann beginnt das Spiel halt lustig zu werden. Von Setup her ist es, wie man es so von Social Deduction Games kennt, die Segler sind in der Mehrzahl. Die Guten sozusagen. Die Guten, genau. Und sie kennen sich aber nicht. Und unter den Guten gibt es dann eine Minderheit von Piraten. Und die Piraten, die kennen sich. Ja. Es gibt bevor das Spiel beginnt, gibt es eine so eine Kennenlernphase, Nachtphase, wo alle Spieler die Augen schließen. Kennt man von Werwölfe. Kennt man von Werwölfe, genau. Und die Piraten sehen sich dann an, geben sich dann geheime Zeichen. Und dann beginnt das Spiel. Diese Nachtphase gibt es aber nur einmal. Und für den Rest des Spiels nicht mehr. Und was eben auch sehr auffällt, sag ich mal, im Gegensatz zu Werwölfe, in diesem Spiel fliegt kein Spieler raus, jede Runde. Also man spielt zu fünft und meistens beendet man das Spiel auch zu fünft. Ja, ja. Es sei denn natürlich, man landet doch hier im Süden beim Kraken, dann kommt der Kraken. Feed the Kraken, feed the Kraken. Feed the Kraken, ja. The Kraken. Dann kommt wirklich der Kraken an und will das Schiff ins Meer reißen, aber der Kapitän denkt sich, das machen wir nicht. Wir werfen einfach einen Seemann über Bord, dann ist der Kraken beschäftigt und wir hauen einfach ab. Ja. Also maximal ein Spieler fliegt aus dem Spiel. Und das ist ja auch erst kurz vor Ende natürlich, genau. Wenn man hier unten auf dieser Leiste halt eben ist, ja okay. Ja. Das fanden wir nämlich bei Werwolf schon immer nicht so gut, dass schon in der ersten Runde ein Spieler rausfliegt. Ja. In der zweiten Runde, in der dritten Runde. Genau, die zwei Kollegen, die dann in der ersten Nacht schon rausfliegen, weil sie schon, du bist bestimmt Werwolf, du fliegst raus. Und dann auch so random und so, das ist halt eben, die sitzen dann eine Stunde daneben und ja. Ja, muss nicht sein. Ja. Das Coole an Werwolf ist natürlich, man kann es im Lagerfeuer spielen. Ja. Jeder kriegt seine Karte, man spielt es im Lagerfeuer, es gibt dann ein Master, der geht dann herum. Aber hier kann man sich auch ums Aquarium umsetzen. Hier kann man sich ums Aquarium umsetzen, genau. Für mich tatsächlich das Alleinstellungsmerkmal ist, es ist ein Brettspiel. Ja. Es ist ein Social Deduction Spiel, wo man halt tatsächlich wirklich ein Brett hat. Es gibt Brettbewegungen, es gibt Aktionen, die auf dem Brett drin sind. Hier der Kraken, Messer, um die Zunge rauszuschneiden, Kabinendurchsuchung. Man hat dieses Brettspiel-Feeling beim Spielen. Ja. Okay. Wie funktioniert es denn mal so einen kleinen, groben Abriss? Genau. Am Anfang des Spiels nominieren wir einen Captain. Und wir deklarieren einen Captain, bevor die Rollen verteilt werden. Und ich deklariere dich einfach zum Captain hier. Ich glaube, du hast die meiste Seherfahrung. Genau. Man sieht sie schon an. Du weißt ganz genau, du hast die Himmelsrichtung. Und wo ist hier Norden? Norden, muss man kurz überlegen. Da. Ja, perfekt. Ja, super. Super, ja. Captain. Ja, ich glaube, den können wir vertrauen. Ja. Also der Captain wird am Anfang des Spiels gewählt von diesem Nilon Ask. Dich hat dich zum Captain gemacht. Und die Sache ist natürlich, wir wissen nicht, was du von Beutel bekommst. Du könntest auch ein Pirat sein. Mhm. Das müssen wir herausfinden. Bin ich ja nie.
Natürlich bist du kein Pirat, niemals. Nein. Nie, nie, nie. Kein Pirat, kein Zylon. Die Zylon wieder. Das ist üblich an dem so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wovon ich spreche. Und tatsächlich ist es so, dass du jetzt als Kapitän, als Captain, musst du deine Crew muss sozusagen, du musst die Leute bestimmen, die mit dir die Navigation ausführen. Mhm. Für diesen Tag. Okay. Das heißt, du bestimmst sozusagen einen Navigator, der am Navigatorrad steht, und einen fast gleichgesinnten Lieutenant. Mhm. Suchst dir Spieler aus. Ich würde jetzt sagen, halt eben, pass auf, Michael, du bist mein Lieutenant, ja. Und ich würde sagen, halt eben, Tobi, du bist auf jeden Fall mein Steuermann für diese Runde. Ja. Perfekte Wahl. Es wäre jetzt nicht so, hättest du andere Möglichkeiten. Aber du hast genau die richtigen Leute. Die Minimumanzahl wäre 5 Spieler. Ja, genau. Wir haben vorgestern super geile Partien zu 5 gehabt. Hätte ich nicht gedacht. Also normalerweise zu 5 hat man halt wirklich nicht so viel, nicht so die Auswahl. Und wenn man weiß, da ist schon jemand Pirat, dann lässt man ihn halt einfach links vor, wählt mal die anderen Leute. Aber die Partien waren so geil. Das war richtig cool. Obwohl wir das Spiel schon so oft gespielt haben, wir wurden echt gut überrascht. Du kannst halt bis zu 10 zocken. Ne? Genau. Du kannst bis zu 10. Okay, also ich bin jetzt der Kapitän, habe jetzt die Rollen zugeteilt und dann? Genau, es gibt... Also das ist quasi die Rollenzuweisung und es gibt dann danach eine Navigation, wo wir drei in der Konstellation das Schiff navigieren. Das Schiff wird sich dann auf jeden Fall in eine Richtung bewegen. Bevor das aber passiert, kann die Crew dagegen meutern. Also du musst die Crew natürlich davon überzeugen, dass deine Entscheidung gut ist. Mhm. Wenn die Mannschaft aber nicht davon überzeugt ist und glaubt, einer von uns ist vielleicht ein Pirat oder vielleicht zwei oder alle wir drei sind Piraten, dann hast du die Möglichkeit... Kann die Crew mit Waffengewalt oder jeder hat die Möglichkeit, eine Waffengewalt dagegen zu meutern. Vorsicht. Könnten geladen sein. Okay, jeder kriegt 3 Waffen. Also alle Matrosen kommen an Bord mit 3 Waffen. Für, natürlich für die persönliche Sicherheit. Nicht natürlich. Und wenn man nicht zufrieden ist mit der Wahl des Captains, kann man dagegen meutern. Vom Prinzip her, man kennt das mit dem Voting von Avalon und Secret Hitler. Es ist ein bisschen, wir haben es ein bisschen ausgefeilt und es ist so, dass die Meuterei eine Ressource ist. Die Waffen sind eine Ressource, du kannst sie nur einmal verwenden. Jeder Spieler unterm Tisch entscheidet sich, eine beliebige Anzahl an Waffen in die Hand zu tun und hält die Waffe dann über den Tisch. Der Captain fragt dann mit der Crew, der Mannschaft nach ihrer Loyalität. Und zählt dann runter 3, 2, 1. Frag mal, achso, ja, okay. Na gut, schnelle Meuterei. Du hast das schon gezählt. Ich habe schon gezählt, genau. Der Captain ahnt nichts Böses, aber wir zwei, wir meutern. Ja. Und je nach Anzahl an Spielern gibt es dann zum Beispiel bei 8 Spielern brauchen wir als Team in der Summe 4 Waffen. Mhm. Dann ist die Meuterei erfolgreich. Wenn die Meuterei erfolgreich ist, schießen wir ab. Die Waffen sind dann verbraucht. Wenn die Meuterei nicht erfolgreich ist, gibt es keine Schießerei. Dann kann man heimlich seine Waffe wieder zurück in die Tasche stecken. So, man hat sie ja nicht abgefeuert. Ist nichts passiert, genau. Okay. Ist die Meuterei erfolgreich? Genau. Also nur bei einer erfolgreichen Meuterei verschwinden die Waffen, ansonsten ist immer... Genau, andersrum. Also bei einer erfolgreichen Meuterei benutzen wir die Waffen. Genau. Und ansonsten, wenn es nicht erfolgreich ist, dann nehmen wir sie wieder auf Tasche. Dann nehmen wir sie wieder zurück. Das ist halt eine Ressource, die man einzusetzen... Okay. Wenn du gemeutert wurdest, wenn die Crew nicht mit dir einverstanden waren, wir haben genug Waffen zusammengekriegt, dann kriegt der Spieler, der die meisten Waffen in die Meuterei reingebracht hat. Wird neuer Captain. Ja. Okay. Ja. Genau, wenn aber jetzt nicht gemeutert ist, was wir natürlich nie gemacht haben gegen den... wir würden nie meutern. Nie. Den raffinierten Captain. Schalte ich sofort die Kamera. dann passiert so, dass du sozusagen mit deinem Team jetzt, mit deinem Navigator Lieutenant, das Schiff steuern wirst. Und zwar bekommst du Navigationskarten. Es gibt Navigationskarten nach Süden. Und es gibt Navigationskarten nach Westen. Genau. Und die roten Karten, die süden Karten sind in der Überzahl, fast 3 zu 1. Und es gibt auch Karten mit so ein paar Specials, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Im Grunde geht, wenn du jetzt wirklich ein Segler bist, willst du nach Westen. Wenn du ein Pirat willst, willst du nach Süden, logisch. Im Prinzip ist es so, dass wir beide, also ich bin ja dein First Mate, dein Lieutenant, wir beide treffen die Vorauswahl, also wir beide bekommen Karten. Wir schauen die Karten genau an, studieren halt die Himmelsrichtungen, die Sterne und so weiter, Wind. Und wir überlegen uns dann einen Befehl, jeweils einen Befehl, den wir dem Navigator geben. Wir schieben dem Navigator jeweils einen Befehl zu.
Da legen wir quasi hier in ein Logbuch, tun wir jeweils eine Karte rein. Und die andere schmeißt man ins Wasser. Schmeißen, also jeder von uns bekommt zwei Karten. Das ist für die Mechanik. Jeder von uns bekommt zwei Karten. Wir schauen uns das genau an, denken, hey, die Karte kommt weg. Die kommt ins Wasser, die wird versenkt. Und die andere Karte kommt in den Captain's Logbuch hinein. Mhm. Liegen da zwei Karten drin, mischt man sie kurz, damit man nicht mehr genau weiß, von wem kam welcher Befehl. Ja, und dann kriegt der Navigator sozusagen das Logbuch mit zwei übrig gebliebenen Karten, also von jedem einen Befehl. Ich entscheide mich für einen Befehl, muss die ganze Nacht steuern, weil einer von euren beiden Befehlen muss ich ja ausführen. Mhm. Und ich habe mich dann für einen Befehl entschieden, gebe dem Captain dann diesen einen Befehl zurück und der Captain offenbart dann sozusagen den Befehl. Ich kann mir schon denken, es darf nicht verraten werden, welche Karten wir reingelegt haben. Du dürftest dann sagen, was weiß ich, wir fahren. Ja. Ne? Also es gibt während der Navigation gibt es eine Regel. Also die einzige Regel bei den Navigationen ist, man redet nicht während der Navigation. Aber nach der Navigation darfst du darüber reden. Ja. Das heißt, du darfst dann sagen, hey. Es waren ja nur Südenkarten drin, deswegen bin ich nach Südenkarten gefahren, dies, das, tralala und hops, das haben die anderen beiden verdächtig zu machen. Genau. Oder du fährst halt eben nach Westen einmal, obwohl du vielleicht ein Pirat bist, damit man dir vertraut, damit das Schiff später in die andere Richtung geht. So ein raffinierter Hund, ich sag's dir. Und dadurch, dass wir beide die Vorauswahl haben, ergeben sich super interessante Konstellationen und wir dürfen uns auch nicht absprechen. Das heißt, wenn wir beide eine blaue Karte haben, dann geht es ja darum, wir wollen ihn testen, ob er ein Pirat ist. Das heißt, es wäre cool, wenn er nur eine blaue bekommen würde. Weil wenn wir ihm zwei blaue geben, hat er keine Wahl und dann muss er eine blaue legen. Wenn wir beide blaue bekommen, dann geht es halt darum, was mache ich jetzt? Wenn ich die blaue wegschmeiße, muss ich damit rechnen, dass du auch wirklich die blaue reintust. Wir dürfen uns halt nicht absprechen, das ist ein bisschen Luck. Und dann schmeiße ich die blaue weg, weil ich ihn vielleicht testen möchte. Du schmeißt es aber auch weg. Und dann sagt er nachher, ja, zwei rote bekommen. Und dann sagt, oh shit. Und dann fahren wir in die falsche Richtung. Das super, weiß man natürlich auch nicht, ob zwei rote drin waren, weil wir beide uns auch nicht abgesprochen haben. Richtig, könnte es ja auch sein, dass du sagst, ich habe eine blaue reingelegt und dies, das. So. Na, ja, okay. Genau. Also im Grundzug ist das schon dann, das Spiel. Genau. Okay, und dann düsen wir in die Richtung. Was mich jetzt noch interessiert, Borddurchsuchung. Hier bei dieser Lupe passiert das. Genau. Also sobald das Schiff auf der Lupe landet, einmalig im Spiel, bekommt der dann amtierende Captain die Lupe sozusagen und lockt die ganzen Matrosen an Bord und erzählt irgendwas. Schaut da vorne ein dreiköpfiger Kraken und geht dann aber unter Deck und durchsucht die Kabine, bei allen Spielern. Bei einem das Säckchen. Ja, genau. Unterm Kopfkissen, schaut er, guckt er, dann findet er halt genau diesen Beutel und dann schaut er in den Beutel hinein und denkt so, das ist ja ein Seemann. Ja. Und dann geht er wieder halt hoch an Bord und sagt dann, liebe Mannschaft, ich habe hier eine Sache zu erzählen. Ich habe da vorhin was entdeckt und dann halt erzählt. Das muss ja auch nicht stimmen. Das muss auch nicht stimmen, ganz das genau. Kann okay, wieder das heißt aber, wenn ich hier mehrmals, also angenommen, ich bin jetzt hier und düse dann nochmal hier rüber, dann wird wieder ein Säckchen. Nee, das passiert nur einmalig. Passiert nur einmalig, okay. Interessant ist halt wirklich auch das Messer, weil das schränkt einen Spieler sehr ein. Wenn wir ab 7 Leuten spielen, ist es so, dass der Captain darf einem Spieler die Zunge rausschneiden und dieser Spieler darf nicht mehr reden während des gesamten Spiels. Er darf halt so, aber er darf halt nicht mehr reden. Keine konkreten Wörter. Ist ziemlich spaßig tatsächlich. Beim Redespiel, wo man halt wirklich sich verteidigen muss, man darf nichts mehr sagen. Man kann einfach sagen, er ist Pirat, so. Ja. Stimmt gar nicht oder so, das ist schon ziemlich spaßig. Und ja, er darf halt nicht mehr Captain werden. Weil er kann keine Befehle mehr ausgeben. Erst ab 7 Spieler darf er dann nicht mehr Captain werden, weil sonst wäre es dann doch zu mächtig. Krass, ja. Und halt, wie gesagt, wie wir schon vorher mal erwähnt haben, einmalig im Spiel kann auch der Kraken kommen und da wird ein Spieler geopfert. Müssen wir einen Matrosen müssen wir opfern, um das Schiff halt zu retten. Einer muss dann halt sterben, einer muss gehen und der Captain entscheidet dann, welcher Matrose von Bord gehen muss. Der Spiel ist dann tatsächlich raus. Es ist kurz vorm Ende des Spiels. Und er darf dann nichts mehr sagen. Wir erfahren auch nicht, ob er Pirat ist oder nicht. Und wenn es soweit kommt, dann... Also es gibt Situationen, wir haben das, wie gesagt, wir das Spiel schon so oft gespielt mittlerweile. Aber es gibt Situationen, hatten wir gestern erst. Und ich hätte darauf schwören können... Ich habe jetzt gleich gewonnen. Ich sage, hey, film mal, öffne es. Ich habe gewonnen.
Ich habe gewonnen, das ist so safe. Öffne es und da ist die rote Karte. Da hat die Dame mich total belogen. Ich habe nicht mitgerechnet. Das ist immer so. Letztens haben wir auch so ein Let's Play gemacht, so ein Social Deduction Game zu Götterdämmerung. Und ich hatte das dann in diese Gruppe gepostet. Ja, der Schnitt ist fast fertig, es geht morgen früh online. Und da war halt eben auch ein Ehepaar quasi dabei. Und der gute Mann schrieb dann halt eben so... ich freue mich schon so halt. Ich bin so voller Vorfreude halt eben so. Ich habe so einen richtigen Fetisch, ne, dass meine Frau bei mir gegenüber sitzt und mich die ganze Zeit krass anlügt über Stunden. Sehr gut. Mein Fetisch ist, dass meine Frau mich die ganze Zeit krass anlügt. Sehr gut, sehr gut. Ja, für die wäre das tatsächlich wahrscheinlich dann auch was. Ganz kurz doch, hier waren die Rumpflaschen da drin, die würde ich ja schon gerne machen. Oh ja, das ist eine coole Sache. Nach der Navigation bleibt der Captain. Die Spieler, die jetzt hier gesteuert haben, der Lieutenant, die gehen off duty. Die kriegen einen Tag dienstfrei. Und du als Captain musst dann halt neue Rollen verteilen. Die beiden, die off duty sind, kannst du nicht nehmen. Bei der Rumflasche ist es so, dass wir dir als Captain Alkohol zugeschoben haben. Also am Ende kriegst du quasi die Karte wieder zurück. Also die Karte, in der wir segeln, die kriegst du zugelegt. Und wir haben dann halt Rumflaschen, die heimlich zugeschmuggelt. Und dann der nächste Morgen, Sonnenaufgang, du klingelst an der Glocke, wächst die Crew und sagst, hey Crew, ich möchte euch zeigen, welche Richtung wir gesegelt sind. Ja, dann kommen wir hoch und wir sehen, du hast dann zwei Rumpflaschen leer gesoffen. Und als Captain, als Autoritätsperson hast du gesoffen, das geht natürlich gar nicht. Du verlierst sofort dein Amt und der Captain wandert dann zum nächsten Spieler weiter. Ah, okay, so wechselt dann auch nochmal so der Captain. Entweder durch eine Meuterei oder durch Zuschieben von Rum. Es hat nicht jede Karte so eine Rum. Also es ist, der Captain kann stabil bleiben. Wenn der Captain halt gut führt, dann kann es sein, dass du bleibst. Aber wenn du halt Mist machst, dann kriegst du halt ein bisschen Alkohol zugeschoben. Ja. Ja, cool. Also ich finde, ihr habt euch da was sehr, sehr Nices ausgedacht. Mir gefällt das richtig gut halt eben, dass die Kombination hier mit diesem Brett, als Brettspieler. Wir sind ja irgendwie auch alle Brettspieler, halt eben gefällt mir super gut. Was sind denn eure Pläne so mit dem Game? Ich habe da mal sowas so Kickstarter-mäßig, habe ich mal was. Ja, wir wollen, also das ist unser Ziel. Wir würden gerne dieses Jahr im Herbst zur Spiel 19 das Spiel bei Kickstarter anbieten. Das ist unser Ziel. Wir versuchen da jetzt gerade darauf hinzuarbeiten oder wir arbeiten darauf hin. Ob wir das natürlich dann schaffen, das steht noch nicht fest. Genau. Aber wir sind jetzt auf Messen, wir machen Touren durch Deutschland tatsächlich, durch ein paar Städte jetzt hier in NRW unterwegs. Im Sommer sind wir in Berlin und Hamburg unterwegs. Mhm. Wir besuchen auch ein paar Brettspiel-Cafés, die halt überall in Deutschland verteilt sind. Und im Prinzip geht es jetzt darum, zu schauen, ob es hierfür Interessenten gibt. Also gibt es Leute, die am Bock auf so ein Spiel haben? Yeah! Und einer ist schon mal dabei. Einer ist schon mal dabei. Einer ist an Bord. Wir sammeln eine Crew. Und wir würden halt gerne das Spiel dann auch als Playtests rausgeben. Genau. Wir wollen so einen Prototypenverleih starten. Das heißt, ihr könnt euch bei uns melden, wenn ihr Bock drauf habt. Da schicken wir euch einen Prototyp einmal zu. Ihr testet das dreimal durch und schaut bei eurer Clique, bei eurer Gruppe, ob es für euch funktioniert. Und wir überlegen vielleicht auch so einen Prototypen-Kickstarter zu machen, wo es halt streng limitiert ist. Also so viel, wie wir basteln können. Ich weiß nicht, ich glaube 20, 30 Stück können wir basteln. So in dieser Qualität. Und dann könnt ihr euch dann für einen Prototypen ergattern für einen Spottpreis. Und wenn das dann ankommt, wenn es funktioniert, wenn es Interessenten gibt und wir finden kein Loch in der Mechanik, dann wollen wir zu spielen, essen, wollen wir dann das richtige Kickstarter angehen. Ja. Das ist der Plan. Das klingt auf jeden Fall alles sehr vielversprechend. Ne? Und ich meine, ihr habt euch super viel Mühe gegeben. Ich meine, ich habe schon einige Prototypen gesehen, halt eben, die sind, ja, ich meine, da hast du halt eben nur Papier und ein paar Striche halt irgendwie drauf. Und das sieht halt eben super final schon aus. Aber ich habe gesagt, ihr wollt halt eben auf jeden Fall noch an ein paar Sachen halt eben noch ein bisschen feinschrauben. Ja. Ja, und da seid ihr halt eben gefragt, wenn ihr Bock habt, das ganze Ding mal zu testen, ich schreibe unten die E-Mail-Adresse von den Boys rein, dann wendet ihr euch quasi einfach an die und für eine Flasche Rum könnt ihr das könnt ihr das Ding dann quasi sehr gerne halt eben mal testen. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr am Start gewesen seid hier. Ich würde aber trotzdem gerne noch euch fragen oder beziehungsweise euch mitteilen.
Wir sind ja am Samstag auf das Spiel doch in Duisburg. Und da seid ihr ja auch. Und ja, ich habe tatsächlich Freitag bis. Ist das Freitag oder ist das nur Samstag? Freitag bis Sonntag. Freitag, Samstag und Sonntag in Duisburg. Also jetzt diese Woche, Freitag geht's los. Ihr könnt uns am Prototypenstand könnt ihr uns antreffen. Wir werden da so ein bisschen, also ihr werdet uns nicht verfehlen, wir sind die mit den Hüten. Ich wollte schon sagen. Und mit den Kraken-Shirts. kommt vorbei. Wir suchen Matrosen, die halt so verrückt sind, gegen den Horizont zu fahren. Sprecht uns einfach an, spielt eine Runde mit. Wenn es euch gefällt, dann gebt uns eure Kontaktdaten oder wir geben euch unseren Flyer von euch und dann könnt ihr euch melden. Und dann kriegt ihr einen Prototypen von uns. Das wäre super, mega awesome, wenn es klappt. Ja. Ja. Also ich finde, ihr seid zwei sehr sympathische Boys. Ich habe mich super darüber gefreut. Also es war, euch zu treffen, war für uns halt eben auch so ein Highlight Nürnbergs, so ein kleiner, so ein Schlüsselmoment, über den wir uns tatsächlich gefreut haben, weil es halt eben wirklich so zufällig gewesen ist. So, ja. Die anderen sollen sich mal schämen. Es ist natürlich so, dass seid ihr bei mir hier auf dem Kanal. Und natürlich seid ihr eigentlich auch hier richtig, weil ich halt eben auch extra das Projekt für Menschen halt eben wie euch habe, die so ein bisschen hinter den ganzen Quatsch stehen, den wir hier in den Regalen stapeln und die Sachen halt eben dann für uns erfinden. Also letztlich seid ihr ja quasi so die wichtigsten Menschen für jeden, der hier zuguckt und auch für Menschen halt einfach für mich, die Sachen entwickeln und einfach das vorantreiben, neue Innovationen. Ich bin immer super Freund von neuen Innovationen und finde ich das sehr innovativ, dass du tatsächlich hier auch noch ein Brettspiel halt eben die ganze Sache kombiniert hast und super thematisch natürlich und es wäre total schade, das an einen Verlag abzugeben, der dann vielleicht ein anderes Thema darüber stülpt. Wir hatten Angst vor kleinen Kätzchen. Hello Kitty, Das Social Deduction oder sowas. Ja, das wäre halt eben echt schade gewesen, weil das mit der Kabinendurchsuchung oder mit Zunge rausschneiden und hier Vize Kraken und so, das ist schon alles arg thematisch halt eben und wenn das alles so weit geht, wie ich das jetzt prophezeien würde, dass es natürlich zum Kickstarter halt eben kommt, dann könnt ihr auf jeden Fall jetzt schon mal den 3D-Drucker für das Schiff hier anschmeißen. Yes! Super geil. Hey, vielen Dank. Ja. So ein raffinierter Hund. Yeah. Sehr gerne. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein und drückt den Daumen nach oben und folgt hier den ganzen, unten in der Videobeschreibung, den ganzen Quatsch von den beiden Jungs. Und wenn alles gut geht, dann sehen wir uns auf jeden Fall in Duisburg. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind am Samstag da und verpasst auch nicht, am Samstagabend machen wir noch einen kleinen Livestream hier. Und nicht wir, aber wir machen trotzdem hier auf dem Kanal noch einen kleinen Livestream. Sehr cool. Und, ja, wir freuen uns auf jeden Fall und ihr freut euch auch, wenn ihr reichlich dran teilnehmt und die Leute kontaktiert und alles und dran. Und ihr könnt mir sagen, wie es euch gefallen hat und ob ihr mehr von Feed the Kraken sehen wollt. Vielleicht können wir irgendwann mal dann auch ein Let's Play machen irgendwie. So das wird noch kommen, so das wird noch kommen. Ja, so. Kriegen wir. Gut, alles klar. Und seid ihr noch woanders jetzt noch zu erreichen diese Woche? Wir sind am Donnerstag sind wir in Düsseldorf. Richtig. Das ist doch öffentlich, das ist Brettspielen Düsseldorf. Brettspiel Düsseldorf, genau. Brettspiel genau. Düsseldorf, weiß ich. Lufung Restaurant ist das. Ja, Adresse packen wir euch. Ja, genau. Ja, Leute, okay, dann aber auf jeden Fall jetzt abschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, bye Leute. Bye.